Hallo, ich bin Melli vom Partyversand und heute machen wir wieder ein Basic-Rezept. Ich zeige euch heute, wie man einen klassischen Biskuitboden macht oder vielmehr eine Wiener Masse. Den Tortenboden könnt ihr für eure Motivtorten super verwenden oder auch für einen leckeren Erdbeerboden. Das ist eigentlich so ein Allrounder, der fast zu jedem Kuchen passt. Ihr braucht dafür Eier, Butter, Zucker, Mehl und Salz. Bevor wir anfangen, bereite ich mir noch eben meine Backform vor. Wenn ihr zu Hause einfach eine Springform habt, könnt ihr die Springform einfach unten mit ein bisschen Backpapier auslegen. Ich nutze ganz gerne so einen Tortenring und da zeige ich euch noch eben, wie man den dann in Backpapier einschlägt, damit die Masse halt nicht außen rausläuft. So, ihr beginnt damit eine Ecke einzuknicken, bis ihr stramm an dem Tortenring seid, dann einmal falten. Und jetzt immer wieder kleine Ecken ganz stramm wie es geht, um den Tortenrand falten. Am Ende wird es immer ein bisschen knifflig. Wenn ihr die Form anhebt und sich das Backpapier nicht löst, dann habt ihr das alles richtig gemacht und dann läuft auch garantiert kein Teig von unten aus der Backform raus. So, wir starten. Zunächst einmal die Eier, den Zucker und das Salz in eine hitzebeständige Schüssel geben. Ich nehme mal sofort die Schüssel von meiner Küchenmaschine. Und jetzt wird die Eier- und Zuckermasse erstmal über dem Wasserbad aufgeschlagen. Durch das Erwärmen löst sich der Zucker und die Masse wird nachher schön luftig. Die Masse sollte so ungefähr 40 Grad warm werden. Wenn ihr kein Thermometer habt, braucht ihr auch nicht unbedingt. Ihr könnt auch einfach mal zwischendurch mit eurem Finger testen. Und wenn sich das Ganze lauwarm anfühlt, dann ist der Zucker gelöst und ihr könnt dann weitermachen. So, die Masse ist jetzt schön aufgeschlagen und schön warm. Der Zucker hat sich gelöst. Jetzt können wir weitermachen. Und zwar gebe ich jetzt meine Schüssel in die Küchenmaschine und lasse das Ganze auf höchster Stufe 10 Minuten ungefähr aufschlagen. So, wenn die Masse weiß und luftig aufgeschlagen ist, die muss schön stabil sein. Und zwar nehmt ihr jetzt euer Mehl und siebt das über die Masse und gebt das so in 2 bis 3 Portionen, hebt ihr das später unter. Ich habe noch vergessen zu sagen, wenn ihr gerne einen Schokobiskuit machen wollt, dann könnt ihr einfach zu dem Mehl ein bisschen Kakao mischen, das sind ungefähr 50 Gramm, und siebt die damit rein und dann habt ihr einen schönen Schokobiskuit. Erst mit einer kleinen Portion anfangen, die dann unterheben. Ich mache das immer so, dass ich vom Schüsselrand zur Mitte arbeite. Dann die nächste Portion. Hier solltet ihr auch sehr sorgfältig arbeiten, weil sonst findet man so nach dem Backen so Mehlnester. Das ist nicht so lecker. So, wenn das Mehl untergehoben ist, gebt ihr noch die flüssige Butter dazu. Ohne die flüssige Butter ist es dann ein normaler Biskuit und mit der flüssigen Butter ist es eine Wiener Masse und die schmeckt ein bisschen feiner, ein bisschen frischer. Also wenn ich eine Hochzeitstorte mache oder sonst irgendwie, eigentlich benutze ich immer eine Wiener Masse. So, wenn alles untergehoben ist, könnt ihr eure vorbereitete Backform nehmen, verteilt den Biskuit da drin. So, jetzt gebt ihr die Masse in den vorgeheizten Backofen. Ich habe den bei 190 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und backen muss der Biskuit ungefähr für 40 bis 45 Minuten. Das kommt aber natürlich auch immer ein bisschen auf euren Ofen an. Deswegen, wenn ihr das zum ersten Mal macht, beobachtet euren Biskuit, damit das Ganze euch nicht zu dunkel wird. Wenn ihr es einmal ganz eilig habt oder noch nicht so sicher im Backen seid oder einfach eher so einen schnellen Biskuit haben möchtet, dann empfehle ich euch auf jeden Fall unseren Biskuit-Mix. Der Vorteil von diesem Mix ist, dass ihr nicht über dem Wasserbad arbeiten müsst. Ihr müsst nicht viel unterheben. Ihr könnt einfach alle Zutaten zusammen in eure
Küchenmaschine geben, das Ganze aufschlagen und dann habt ihr genau das gleiche Ergebnis wie das, was wir eben erzielt haben. Wenn ihr daran Interesse habt, den Link setze ich euch unter das Video. So, der Biskuit, wenn er abgekühlt ist, kann er aus dem Tortenring gelöst werden. Zum Schneiden nehmt ihr am besten ein schönes gezacktes Messer und ich teile den Boden immer in drei Teile. Machen wir da immer so eine kleine Markierung. Und beim Schneiden ist der Trick immer drehen und das Messer bewegen. Drehen und das Messer bewegen. Wer es ein bisschen einfacher haben möchte, kann dann auch verschiedene Werkzeuge dafür benutzen. Es gibt so Tortenschneider, kann ich euch auch noch mal unter dem Video verlinken. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr auch andere Wege, euren Biskuitboden herzustellen oder ihr mögt ganz andere Rezepte viel lieber. Dann schreibt mir doch gerne das in die Kommentare unter dem Video. Ich mache mich jetzt an meine Torte und wünsche euch viel Spaß beim Backen und Dekorieren.